Guten Tag. Heute würde ich gerne mit Ihnen eine sehr originelle Vorspeise namens japanische Eier zubereiten. Warum diese Speise diesen Namen trägt, weiß ich leider nicht. Aber empfehle sehr, dieses Gericht mal auszuprobieren. Zuerst kochen wir die Eier. Schalotten in Scheiben schneiden oder auf einem Reibeisen zu Scheiben reiben. Schalotten legen wir in einen Topf über und schütten sie mit kaltem Wasser zu. Fügen Salz, Zucker und Essig dazu. Das Wasser soll säuerlich süß sein. Den Topf auf den Herd stellen und erwärmen, aber nicht zum Kochen bringen. Die Schalotten sind weich geworden. Wir schütten das Wasser aus und lassen sie komplett abkühlen. In die abgekühlten Schalotten Pfeffer und Mayo geben. Auf dem Teller die Vorspeise schichten. Zuerst die Schalotten. Dann Stückchen vom Rollmops. Auf jedes Stückchen vom Rollmops eine Hälfte vom Ei drauflegen. Und zum Ende jedes Ei mit Mayonnaise und Dill dekorieren. So, nun ist unsere Vorspeise fertig. Glauben Sie mir, keiner von Ihren Gästen wird erraten können, dass die Hauptzutat Ihrer Speise Schalotten sind. Guten Appetit!